Willkommen zu United Penguin Kingdom. Das ist ein Spiel, wo man eine kleine Siedlung mit Pinguinen baut. Denn die sind vom Klimawandel betroffen. Und wir müssen versuchen, ihre Siedlung so runterzukühlen, dass jeder zufrieden ist. Und ich würde mal sagen, wir spielen erstmal das Tutorial. Einfach einen neuen Spiel. Lassen das alles mal so. Da können wir eh nur einen nehmen, alles klar. So, dann nehmen wir hier mal als Logo. Der ist fantastisch. Dann nehmen wir den Namen. Hängen da noch einen Queen dran und dann ist alles klar. Mal gucken, was passiert. So, das ist anscheinend unser Start. Wir müssen das Knuddelzentrum wahrscheinlich erstmal bauen. Das platzieren wir doch einfach mal hier. Halbwegs mittig, oder? Machen wir mal alle Leute hier irgendwie dran. Das Nahrungslager schmeißen wir auch mal dran. Nur Schatzkammer schmeißen wir hier noch mit hin. Und die Apotheke schmeißen wir hier mit dran. Okay. So. Dann setzen wir einfach mal die Wege, weil ich glaube, das funktioniert ein bisschen wie Anno, denke ich mal. So. Eine Straße nach hinten. Einfach komplett umsetzen, ne? So. Was können wir denn noch? Ein Obdachlos, das ist schlecht. In meine Hütte. Hier wird recht doch das falsch, wenn wir müssen eine Robbe. Die Robben, die klauen uns Nahrung. Achso, nee, das Gebäude haben wir ja schon längst. Das können wir natürlich löschen, ja. Dann setzen wir da einfach mal ein paar Pinguine rein. Ja, die Roboter haben jetzt wahrscheinlich was geklaut. So, genau, hier in dem kleinen Gebäude, da sitzen dann die Pinguine drin, die dann hier diese Gebäude bauen. Natürlich noch einen Weg dran machen. Dem Honor. Dann lassen wir die erstmal so drei Hütten bauen gleich. So. Genau, Strom fehlt, aber das brauchen wir ja. Neue Aufgabe. Genau, ich bin hungrig und wir müssen Regen. Okay. Also mit dem Mauswand, da dreht man dann die Sache. Wo kann man denn die Straße? Was mal so? Straße hier einmal durch? Nee. Mal so. Immer noch dachlose Pinguine, oder? Dachlose Jungpinguine. Auch
auch noch ein Kinderhaus. Hier noch ein Haus. Mal erstmal hier die Wege noch mit dran. Nicht. Mist. Der Roboter klaut uns Sachen. Jetzt mal wie. Ach, wird man vielleicht noch das Tutorial-Spiel sein. Nahrung haben wir hoffentlich noch genug. Kinderhaus gebaut. Hier kann man ja auch. Nur jetzt sind wir hier auch. Uns Einrichtung könnten wir noch bauen. Mal hier hin. Verteidigungsturm. Die Bomben haben wir ja auch hier stehen. Da bauen wir später nochmal einen hin, in dieser Ecke, damit wir hier kompletten Schutz haben. So, die Kinder haben jetzt auch alle ein Zuhause. Was haben wir denn hier noch? Das müssen wir wahrscheinlich noch alles erforschen. Und der hat nicht genug Strom. Ah, hier brauchen wir mehr Wind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann baut man hier auch nur mit grüner Energie, damit man hier den Pinguin das kleine Habitat nicht stört. Ja, und die Reihenfolge war jetzt gerade nicht ganz so gut gewählt. Wie wir jetzt das Gebäude gebaut haben, was ja gar nicht schlimm. Auf jeden Fall hier noch ein Kraftwerk hinsetzen. Das schmeißen wir hier mit hin. Okay. Ich weiß auch gar nicht, in welchem die jetzt dran sind. Wir bauen erstmal. Zwei Pinguine sind immer noch obdachlos. Den verschaffen wir aber noch mal ein bisschen was. Oh, eine Gruppe Robben kommt halt. Das ist schlecht. Man kann das Haaren sogar erkennen. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor.
Aufgabe abgeschlossen. Sehr gut. Haben wir dann auch eine kleine Belohnung bekommen. Nein. Ich wollte schon sagen, mit. So und so. Jetzt haben wir hier auf den Turm. Da setzen wir auch nochmal einen Pinguin rein. Okay, und der produziert uns jetzt diese Wissenschaftspunkte. Cool. Bildung müssen wir auch nochmal hochsetzen. Ja, mit der Forschung. Das ist die Forschungspunkte. Haben wir jetzt hier. Eine Schule wichtig wäre vielleicht. Brauchen wir Schneeblöcke? Das ist eine gute Frage. Ja, brauchen wir Schneeblöcke für Häuser? Genau, wir brauchen vier Häuser. Wir haben eine neue. Da haben wir dann schon. Sind immer noch welche obdachlos? Ah, und unser Turm kriegt nicht alles so richtig. Wir bauen jetzt immer on. Und wir bauen Verteidigungsanlagen. Jetzt kommt noch ein Turm hin. Und noch ein Turm hin. Und ja, komm. So, und wir brauchen nochmal Windkraft. Schmeißen wir. Wege zu Ende. Neue Aufgabe akzeptieren wir auch. Die Klammern sind ja super. Die Forschungsrichtung haben wir gebaut. Wissenschaftspunkt erzeugen wir schon. Das ist ein richtig spannendes Spiel eigentlich. Kann ja gar nicht so viel schief gehen. Und ja hier auch ein. Deswegen funktionieren auch die Türme nicht. Ich bin ja auch einer. Und hier setzen wir auch gleich einen rein. Süß. Oh ja, gar nicht so süß, wenn man bedenkt, was der da macht. Was der damit überhaupt machen will. Naja. Jetzt nochmal zwei rein. Einen brauchen wir hier noch. So, ah, wir haben einen. Das war auch kein Strom da ist. Okay. Warten wir mal kurz, bis der Strom dort fertig ist. Können wir einen reinsetzen? Jetzt haben wir gar keine Pinguine mehr. Oh ja. Hier haben wir die erste Robbe. Die müssen wir eigentlich. Aber die sollten uns lieber nicht das Essen klauen. Das ist schon nicht so geil. Ein Windrad bauen wir hier auch noch hin. Nicht hier drüben. Wege hier hin. Mal ein bisschen so. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich, okay, das reicht eigentlich so schon. Wir haben ein bisschen zu viel. Aber ist nicht. Wir brauchen bestimmt halt noch ein Kinderhaus. Brauchen wir schon für Sicherheit. Oh. Den Weg können wir auch noch
vervollständigen. Im August kommen dann auch Killerwale, gleich kommt eine Gruppe von Robben. Ist schlecht. Wir setzen mal einen Pinguin rein. Da kommt schon einer, den haben wir. Mann, die kommen. Ach ja, und wir können noch hier auch. Nur uns im Schweb. Das nehmen wir uns auch noch und eine Schule nehmen wir uns auch noch. Mal gucken hier. Also. Hier eine Robbe. Marcel, wir müssen Spaß für die Leute reinbringen. Das machst du mal hin. Guck mal, wir setzen uns hier gleich. Guck mal, keinen neuen Weg finden. Mit den Eistüren, aber ist gut. Ja, wir müssen hier durchlaufen. Das ist das Knuddelzentrum. Das ist nur mit unserer Flagge. Ist das nicht toll? Wunderschön. So, eine Gruppe Robben nervt sich. Okay, wo haben wir die denn? Oh, 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 das sind wirklich viele. Das ist ja gar nicht cool. Ach, Heiliger. Richtig uncool. Komm schon. Zwei sind dann kommen. Nein. Das ist nicht für mir. Hier, den nehmen wir auch mal raus. Das nehmen wir hier mal rein. Eigentlich bräuchten wir auch nicht mehr Pinguine. Genug Gebäude haben wir ja. Müssen wir eventuell anreiten. Also wir sind jetzt bei 12. Ah, der entwickelt sich also noch. Alles klar. Ozeanmüllsammler, der kann uns das machen. Sehr genial.
Sammelspur. Vielleicht wollten wir hier nochmal so ein kleines Lager hinstellen. Hier hin. Sind die Wege nämlich auch nicht so weit. Jetzt sind wir auch nochmal hier durch. Die Schule ist auch fertig. Wunderbar. Hier eine Robbe. Ich hoffe, die wird abgefangen. Sehr gut. 1A. Okay, wir brauchen. Was können wir denn hier machen? Neue Aufgabe nehmen wir auch direkt an. Hier. Okay. Neuankömmlingsrampe ist ein Ort, über den sich die neuen Pinguine anschließen. Okay. Haben wir die jetzt. Das kann also auf den Killerwahlen angegriffen werden. Schlecht für uns. Ein Weg dahin. So, so und ein Weg. Auch hin. Wir brauchen auf jeden Fall einige neue Pinguine. Und auch ein geschlossen worden. Dein Turm. Ah, wir haben nicht genug Müll. Wir haben ja viel mehr Müll. Hier müssen wir darauf hoffen, dass hier neue. Da kommen bald welche. Ah, das kann natürlich früher warm sein. Heute haben wir das immer. Nämlich krank Pinguine verarbeiten. Ach, du Heiliger. Dann haben wir aber ganz schön viel hier an der Küste. Jährliche Unterstützungszahlung nehmen wir natürlich an. Dann reißt man den Turm vielleicht nochmal ab. So. Und wir holen uns nochmal einen neuen Turm. Ja. Dann vielleicht hier. Hat er das auch gedeckt? Das ist super. Wir haben sogar Kinder jetzt hier in unserem Dorf, die gerade heranwachsen. Wunderbar. Okay, mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall hier auch noch Strom. Und jetzt packen wir dann noch Robbe drauf. Oh, und hier kommt ein Killer rein. Ah, ne, ist eine Robbe. Oh nein, das ist ein Großangriff. Schwenken wir doch direkt mal um. Ist da drin, wunderbar. Oh, alle Türme sind sogar besetzt. Sehr genial. Oh je, aber das glaube ich mal wieder nicht. Ja. Klauen uns aber auch viel. Die Schweine, ey. Die haben sich den Fisch geklaut.
Nein, greift doch nicht. Ja, greift doch mal. Noch ein. Jawohl. Okay, drei sind davon. Ja, der kann wieder raus. Setzen wir hier wieder einen rein. Den nehmen wir vielleicht auch mal raus. Der kommt dann nämlich hier mit rein. Aber erstmal muss der sowieso fertig gebaut werden. Unsere Zufriedenheit geht ein bisschen runter. Aus, oder? Mal gucken. Wir lassen das mal weiterlaufen hier. Bestimmt geht das gleich wieder hoch. Wieder rum. Oh nein. Noch ein Angriff. Und dann sind wir wieder. Ja, da kommt auch noch ein Killer rein. Okay, jetzt müssen wir uns gut verteidigen. Wir haben keinen Fisch mehr. Das läuft nicht gut. Eieiei. Das ist natürlich gleich. Da kommt noch mal eine Robbe. Die haben wir aber, glaube ich, ganz entspannt. Sehr gut. Hier wieder eine rein. Machen wir mal den Pinguin. Der kommt nämlich hier dann rein. Oh, wieder eine Robbe. Oh, was ist denn hier los? Wir haben nicht genug Schneeblöcke. Das ist wirklich schlecht. Den hier abziehen und hier reinsetzen. Wir können uns das leider gar nicht verteidigen. Also können wir schon, aber er kann keinen neuen produzieren. Nee. Das finde ich noch genug. Dann müssen wir weiter. Rennen wir einfach mal. Tempel bauen. Das ist schon mal auf. Wir können ja die Punkte machen. Gleich müssten wir uns wieder vorbereiten. Denn es kommt ein Killerwal gleich auf uns zu. Dann schmeißen wir den mal hier raus und setzen den hier schon mal rein. Genug Medizin haben wir ja schon mal gefreut. Wir haben echt zu wenig Schneeblöcke. Geht echt nicht so gut bei denen. Aber akzeptieren. Jetzt kommen hier irgendwo die Klappen. Oh, da. Oh. Er macht hier ordentlich Schaden.
bauen wir das halt wieder hin. Und wir sollen einen Kühler bauen. Wir fehlen uns auch noch ein paar Forschungspunkte. Da warten wir noch mal kurz drauf. Reputation geht auch wieder hoch. Dann haben wir hier einfach einen Kühler. Dann sind die auch gleich viel zufriedener, wenn es hier ein bisschen kälter ist. Das ist doch schön. Ich nehme nochmal eine Robbe rein. Oh nein, sag nicht. Oh nein. Es steht ein Kühlerwahl an. Jetzt kann ich mir hier hochsetzen, mal, oder? Machen wir hier nochmal so einen hin. Mist, es geht los. Ja, und hier füllt uns noch ein bisschen Müll. Ach Mist, nein. Wer hat das? Nö, nee, wir haben es fertig. Sehr gut. Wunderschön. So wollte ich es sehen. Geld. Und wir lassen die einfach hier mal ein bisschen bauen. Hier eigentlich. Hier auch wieder Eisen. Eine neue Aufgabe. Hier mal. Noch ein Karussell. Das ist doch kein Problem. Hier hin.
hier noch ein Weg. Wenn man das geht, ihn halt auch mal ein bisschen erhöhen. Eigentlich ist der ein bisschen gut gesetzt. Nochmal die Belohnung. Ja, das Problem ist, eigentlich müsste da jetzt noch so ein Fisch. So ein bisschen blöd positioniert. Wir machen erstmal die Mist. Ja, nicht mehr sicher vor den Killerwahlen. Entspannt. Haben wir schon arbeitslose Pinguini? Guck mal, der kann noch da mit rein. Hier kann zwei mit rein. Das ist super. Richtig gut für eigentlich. Wir haben nur einen Arbeiter, aber das reicht ja eigentlich in der Zeit. Nicht so dringend, dass wir alles bauen. Rotation geht wieder ein bisschen runter, aber jetzt ging es besser geworden als vorhin. Ist gut, aber. Nee, da ist einer schon. Aber wir haben keinen Pinguin mehr über. Ziehen wir den noch einfach mal ab. Weiß nicht immer. Immer. Eine Eislaufbahn. Holen wir uns. Bauen wir. Wo bauen wir das denn hin? Was ist das? Hey? Robben kommt auch rein.
Mal, da können wir doch mal sagen, hier kommst du da rein. Ziehen wir hier einen ab. Ziehen wir hier einen ab. Den kommt noch einer. Hier kommt einer rein. Der sollte drinnen bleiben. Da noch ein über theoretisch. Was nehme ich immer mit rein? Wir sind bereit für Rom, glaube ich. Mal gucken. Die Eislaufbahn brauchen wir jetzt noch nicht. Mal sehen, ob das diesmal funktioniert. Ah, wir haben einen Turm nicht gemacht. Ach Mist. Dann setzen wir den noch schnell nochmal hier rein. Kommt das noch was? Ah ne, der kommt auch gar nicht mehr schnell darüber. Ah Mist, wir mussten neue Speere bauen. Ach. Was haben die denn hier? Dann lassen wir die mal ein paar Speere bauen, nur zur Sicherheit. Hm. Aber hier können wir doch... Genau, den setzen wir wieder raus. Und da rein. Die Eislaufbahn ist aber fertig. Super. Den nehmen wir auch wieder raus. Hier mitarbeiten. Der muss leider drin bleiben. Oh. Mein Jahres. Ja, wir sind als Pinguin auf Rang 37. Das war nicht schlecht. Eine der Gratis-Version erreicht. Wunderschön. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich kann das Spiel eigentlich nur empfehlen, wenn man Anu und sehr ruhiges Simulationsspiel mag. Das ist perfekt. Das ist richtig knuddelig, macht Spaß. Also holt's euch. Tschüss.